So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben die 9. Schwester besiegt und ich würde sagen, wir gehen los zum Hangar, um die Informationen zu übergeben. So, wir direkt das einmal. Ja, letzte Folge haben wir mitbekommen gegen Ende. Wobei, nicht nur gegen Ende. Allgemein in der letzten Folge, dass Kale wohl Gefühle zeigt, was als Jedi nicht so gut ist. Möglicherweise ist er zur dunklen Seite geneigt, was wir mal nicht hoffen. Fähigkeiten, habe ich einen Punkt? Ja, ich habe einen Punkt. Hier zweihändig spiele ich ja gerne. So, tut mir leid, da hat mein Hund wohl gestört. Aber jetzt geht's weiter. So. Halte L1 und drücke dann Viereck, um anzugreifen und nach hinten zu springen, um Distanz zu schaffen. Ja, im Prinzip müssen wir das sowieso nehmen, wenn wir hier die anderen Fähigkeiten wollen. Ja, wir können aber nicht gucken. Ja, egal. Dann nehmen wir einmal die Fähigkeit. So, können wir weitergehen? L1 und Viereck. Oh. Sieht ganz gut aus. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal weiter zum Hangar. Und genau, wir haben ja gesehen, BD macht sich auch schon ein bisschen Sorgen um Kel. Boot, bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Dann hoffen wir mal, dass die anderen das geschafft haben. Bam. So. Ah, BD, komm. Pick das mal. Wenn wir weiter können. Oh. Ach du Scheiße. Hä? Achso. Ja gut, ne? Ey, was soll das denn? Kann doch nicht sein, dass ich daran jetzt... Ey, ich scheiter. So. Zack. Und L2. Oh mein Gott, das war knapp. Und L2. Zack. Also schon die nächste Klone. Jetzt sind wir der Klone. Klonschüttler. Ui. Komm, dicht noch kurz. Warte, komm, wir machen mal. Zweihand. Zweihand? Doppellichtschwert. Gegen Doppellichtschwert. Mal gucken, wer stärker ist. Weil ich eigentlich schon weiß, wer stärker ist. Greif doch mal an. Irgendwie da kann man ganz so greifen. Ah, jetzt. Das Doppelichtschwert macht aber kaum Schaden. Ja, selbst zur Verteidigung. Dann gehen wir mal auf die 2 lieber. So, bitte. Was kannst du hier machen? Masken. Luftverkehrskontrollstelle. Oh, da wollte ich nicht. ein Skyline-Posten, von dem aus die Kursanten Sicherheitskräfte den Verkehr überwachen und Regeln durchsetzen. Und rechts nochmal auf einer bestimmten Sprache. Ja. Was können wir denn hier machen? Hallo? Achso. Na gut, ne? An der Decke. Ja, dafür muss man auch richtig Kraft haben. Wo geht's weiter? So, auf der anderen Seite. Der Hangar ist nicht weit. Ja, wie weit ist er denn? Ah, der ist hier um die Ecke.
So, BD, haben wir hier noch irgendwas, was wir entdecken können? Hier ist für Assassin's Creed wohl ein Todessprung. So, gehen wir mal in den Hangar. Ah, da sind schon welche. Ihr beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. Der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay, ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. So, dann gehen wir wohl alleine. Die haben wohl Angst. So, da bin ich wieder. Mein Hund hat's auch konnte keine bessere Zeit erwischen. Da musste ich kurz mit ihm rausgehen, aber jetzt geht's weiter. So. Kannst losgehen, BD? Ja, anscheinend hat BD jetzt auch Lust. Oh, oh, oh. Ah, meine Freunde sind doch da. Und zack, zack, zack. Ey, so. Das war doch eine Granate von euch. Oh oh. Irgendwie immer, wenn ich einen Stim nehme, werde ich aus Versehen aufs Doppelstück. So, was ich sagen wollte, das Kampfsystem von Star Wars. Liebe ich. Das macht so Spaß irgendwie. Die Gegner nur so zu zerfleischen. Geht zerfleischen jetzt nicht, aber auseinander zu reißen. Jetzt schon wieder. Oh, 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 pass auf. Na also, was machen wir jetzt? So. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mentes. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind.
kein Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich hab sie nicht los! Festhalten! So kann man's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Das ist unser Ausgang. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschick so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück. Und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Mary! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Thank you.
Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Ja, das stimmt. Kann ich hier irgendwas aufräumen? Lichtschwerter und BD1 können jetzt an Werkbänken des Spiels modifiziert werden. Du kannst jetzt deine Lichtschwertklingenfarbe ändern. Du kannst zudem Lichtschwerterkomponente, Materialien und Verschleißzustände ändern. Zusätzliche Optionen zur Anpassung des Lichtschwerts findest du im gesamten Spiel. Und Werkbänke freigeschaltet. Du kannst jetzt Teile, Materialien, Lackierung und Zustand von BD1 anpassen. Weitere BD1 Anpassungsoptionen findest du im gesamten Spiel. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Davon haben wir ja schon einige gefunden, ne? Gehen wir an die Arbeit. In der Einschwertkampfstil aus ist der Einschwertkampfstil ausgewählt, wird nur eine Klinge genutzt, was der Hälfte des Lichtschwerts entspricht, natürlich. Was denn sonst? Ist der Doppelklingenkampfstil ausgewählt, werden beide Klingen genutzt, was dem gesamten Lichtschwert entspricht. Okay, ja. Habe ich mir schon was gedacht. Ist der Zweischwertkampfstil ausgewählt, werden beide Klingen unabhängig voneinander genutzt, was bei der Hälfte des Lichtschwerts entspricht. Okay, diese Information hätte ich jetzt nicht direkt gebraucht. Das sieht ja richtig geil aus. Da kann ich nichts ändern, hier auch nichts. Warte, kann ich... Warte, ich hab dort die... Aha. Ne, verstehe ich nicht ganz, aber... Ah, vielleicht sollte ich das auswählen, ne? Sehen beide sogar unterschiedlich aus. Das lasse ich doch mal, würde ich sagen. Was habe ich hier für Materialien? Sieht nicht so gut aus. Deswegen will ich das Licht reinmachen. Oha, ich habe direkt sogar alle Klingenfarben. Ah, nämlich dieses geile Pink. Warte. Kann ich nicht beide Klingenfarben? Beziehungsweise kann ich nur eine auswählen? Also ich hätte es lieber, dass ich beide, was ich hier nicht alles ändern kann. Oh, Markel, du siehst doch eigentlich ganz gut aus, ne? Gold sieht auch nicht schlecht aus. Oh mein Gott.
ich ein bisschen glaube, dass das schon ein bisschen zu viel ist mit dem Griff an den Gold. Weil das auch schon ein bisschen zu viel wird, egal, ich lasse das so. Definitiv arbeiten. Ja, ich auch. Ey, das ist krass, was man hier alles machen kann. Kommst hier. So. Und was kann ich an dir machen, BDR? Hab ich schon was freigeschaltet? Ich glaube, diese Abdeckung steht dir mehr. So. Ja, ich will die doch nicht ganz kahl machen. Warte, das muss ich mir jetzt angucken, wenn ich alles auf... Oh mein Gott. Wie schrecklich sieht denn das aus? Oha. Das sieht schon besser aus. Hier kann man ja alles verändern. Ein pinker BD würde auch geil aussehen. Ein BD soll auch makellos aussehen. Alles okay. Jetzt habe ich schon so viel Zeit verbracht. Gehen wir zum Cockpit. Das Lichtschild kann ich nicht. Na egal, egal. Dann noch kurz speichern. Speichern? So. Gab es hier Fähigkeiten? Nee, ich habe keinen Punkt. So. Jetzt kann ich hier noch irgendwie aufräumen, bevor ich angemeckert werde. Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracker nicht mehr benutzt. Croft hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Die Federn dieses Schio-Vogels sollen Glück bringen. Das ist Grease Salzstreuer. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. So, das war's. Kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Nee, raus kann ich auch nicht. Aufräumen konnte ich auch nichts. Naja, dann werden wir angemeckert. So weit, so gut. Was ist das? Landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Reserve und Kumpel! Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, BD! Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay.
Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. So, auf Wiedersehen mit Grease. Ja, ich glaube, er bringt uns um, wenn er es sieht. Es ist so ruhig. Bravo, hätte das gefallen. Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ja, das ist schlimm. Das Ganze, okay, nicht das Ganze, aber 5 von 6 Leute sind gestorben auf einer Mission. Okay, also Grease ist auf der anderen 4. Seite von all dem hier. 4 oder 5. Ich sehe mir das mal genauer an. So, bitte. Das ist mal ein Riesenvieh. Das stimmt. Wir haben unser Ziel. Also nichts wie hin. Kann ich hier noch irgendwas entdecken? Anscheinend nicht. So, oh, hier geht's nicht runter. Also doch, runter geht schon, aber nicht für uns. So. Das hier überall funktionierende Fahrstelle. Das letzte Mal, dass ich einen Luca gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los, die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Das hoffe ich auch. Training? Das war davor nicht da. Achso, hier kann man ein bisschen trainieren, wenn man das will. Aber brauchen wir nicht, wir sind Meister. So, das ist versperrt. Wahrscheinlich ein Hinterausgang dann. Bisschen eine Abkürzung. Hier können wir was mit der Macht machen. Warte! Stopp! Stopp! Alter, ich dachte schon, hier ist jemand. Oh. Was soll das denn? Bitte, scan das mal. Verrostet, wie alles andere hier. Ja, defekter Minen-Droide. Droiden werden in der gesamten Galaxis zur Unterstützung organischer Arbeiten für das manuelle Arbeiten eingesetzt. Und Kobo macht da keine Ausnahmen. Ebenso normal ist es, dass sie nach getaner Arbeit unwürdig dem Rost überlassen werden. Das klingt nicht so gut. Wir haben Roboter. Nee. Hier. Schau der Perde. Schau der Pede. So. Tipp. Lausche achtsam auf Hinweise, dass ein Schauderpferde Pede auf der Lauer liegen könnte. Achte auf seine Manschetten. Sie geben dir Hinweise auf seine Bewegungen und Angriffe. Kobo. Wie gehe ich? So. Schauderpferde. Bei den Einheimischen von Kobo als Springer bekannt, haben aus Notwendigkeit gelernt, sich an die an ihre Umgebung anzupassen. Sie warten versteckt im Gelände, bis eine ahnungslose Beute ihnen zu nahe kommt. Natürlich. Dann schlagen sie überraschend zu und schalten die Gegner idealerweise mit ihren scharfen Klauen und spitzen Zähnen aus. Das klingt nicht so gut. Nee, das wollte ich. Egal. Egal. Wollen wir den eigentlich genauer angucken? Also, ich habe ich nicht übersehen. Ich finde es schade, dass man nicht mehr rollen kann. Sondern
nur noch so mit Macht nach vorne gehen kann. Was hast du für ein Viech? Egal, hier haben wir eine Box. BD, was drin? Neue Augen für dich. Hier können wir auch eine Abkürzung später machen. Aber erstmal müssen wir den anstrengenden Weg gehen. Oh, Druiden! Roger, Roger! Oh, oh, ey, ey, ey! Entspannt euch! Hätten sich fast selber umgebracht mit denen. Mit der Granate von denen. Roger, Roger! Kampfdruiden, ja? Ja, was soll das? Ich wollte den eigentlich scannen. Sehen wir es uns an. B1 Kampfdruide. Gefährlich in großer Anzahl. Naja, in den Filmen waren die nicht so gefährlich. Vor allem für Jar Jar Binks nicht. Ein Lichtschwert wirft Schiss auf sie zurück. Ja, das ist klar. So, B1 Kampfdruiden wurden während der Klonkriege zum Standard Fußsoldaten der Konföderation unabhängiger Systeme. Er ist weniger für seine Fähigkeiten im Kampf bekannt, sondern eher für seine mechanische Hartnäckigkeit. Mit Blaster oder Schwert ist er leicht auszuschalten, aber man sollte dennoch mit ihm vorsichtig begegnen. Man sollte ihm dennoch vorsichtig begegnen, wollte ich umgehen sagen. Ja, da sind aber auch direkt noch welche, aber ich gehe erstmal hier lang. Sieht nach noch einem Klumpen aus. Ich liebe es, den Druiden zuzuhören. Weil die reden immer so lustig. Die haben vor allem so eine piepsige Stimme, dass man den Kampf eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Ich hoffe nicht von hinten anzuschießen. Sie sehen nicht aus wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Bedlam Raider? Wo ist Kreese da bloß reingeraten? Ja, gucken wir mal an, was das für Leute sind. Achte auf nicht blockbare Angriffe. Sie können in geringer Anzahl von Lichtschwertern Griffen blocken. Zuletzt begegnet. Ja, egal. Raider-Fußsoldaten streifen über Kobo und messen sich mit allen, die sie als Eindringlinge bezeichnen. Durch ihre Energiestab haben sie noch eine große Reichweite und ihre Angriffe sind schwer zu blocken. Trotz ihrer geringen Ausdauer sind sie eine größere Bedrohung als ihre Druidenhandlanger. Ja. Jetzt haben wohl diese Raider die Druiden übernommen. Hier ist so viel zu scannen und zu lesen. Zermalter Prospektor. Mindestens ein Prospektor, möglicherweise in den Trümmern auf der Suche nach Priorit. Wurde in einer hastig gegrabenen und unsachgemäß gesicherten Höhle von herabschützenden Steinen zermalt. Das klingt nicht so angenehm. Da würde ich sagen, gehen wir weiter durch die Höhle und gucken, was uns dahinter erwartet.